Sagt gerade, es sind alle da. Meine Frage ist, ist auf der Liedtafel auch ein Lied zu sehen? Nein! Was denn? Gar nichts. Dann können Sie natürlich schlecht mitbeteiligt werden. Diesen kleinen Moment müssen wir noch abwarten. Die können zwar schon musizieren, aber zu musizieren brauchen wir Sie alle heute. Wir haben keine Kosten und Mühen gespart, Sie einzuladen. Danke, dass Sie gekommen sind. Diesmal bei sehr schönem Wetter. Ich erinnere mich an sehr viel, ja, regnerische Zeiten. So, sehen Sie jetzt ein Lied? Ich bin zu sehen. Naja, mich sehen Sie sowieso hier. Was meinen Sie, was mein Arzt immer sagt? Er sagt, ich sehe Sie manchmal zweimal, denke ich. Aber so von der Seite ist das dann. Also, sehen Sie jetzt ein Lied? Ich kann es nämlich nicht sehen, außer mich hier runterstürzen. Das Problem ist, das erste Lied da, aber die anderen dürfen nicht noch einmal gehen. So. Nein, nein, ich Sie machen nur Ton. Jetzt ist das Lied da. Wir können doch anfangen. So, also die haben einfach Gewaltenteilung. Die einen machen Ton, die anderen machen das Video. Normalerweise helfe ich mir damit, dass ich Witze erzähle. Aber mein Witze erzählen hat immer so den Nachteil, das letzte Mal musste ich mich bei einem entschuldigen und das andere Mal haben mich die Frauen nicht mehr gegrüßt, 14 Tage lang. Die haben gesagt, sie sind, naja, und so ist das eben mit dem Witze erzählen. Nee, nee, nee. Jetzt ist ein Lied, okay. Schönen Abend, es ist Weihnachten schon. Guten Abend, schönen Abend, es
feist. Sie geben der Heimat einen helllichten Schein. Guten Abend, schönen Abend, es weihnachtet schon. Guten Abend, schönen Abend, es weihnachtet schon. Der Schnee fällt in Flocken und weiß steht der Wald. Nun freut euch, ihr Kinder, die Weihnacht kommt bald. Der Schnee fällt in Flocken und weiß steht der Wald. Nun freut euch, ihr Kinder, die Weihnacht kommt bald. Willkommen Ihnen allen gleich zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Magdeburg. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, die Sie den Bürgermeister und den Weihnachtsmann begrüßen wollen. Und ich will jetzt mal nicht die Frage stellen, wen Sie eher begrüßen, den Weihnachtsmann oder den Bürgermeister. Weihnachtsmann, oh, der arme Bürgermeister Trümper. Ein herzliches Willkommen den Kindern, hier vorne stehen und die auch überall im Publikum stehen, ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Dieses Mal wollen wir versuchen, Norbit, das sind die beiden Herren heute, zu verstärken, nämlich mit ihrer aller Stimmen. Und wir hoffen, dass es bei den nächsten Liedern klappt, dass das Lied immer zu sehen ist. Und wir laden Sie ein, mitzusingen. Es ist immer so bei uns, wir sagen, ich kann nicht schön singen, das macht nichts. Hauptsache, Sie singen laut, richtig kräftig mit. Und es gibt ja so Musikprojekte in unserem Land, wo einfach alle eingeladen werden und dann entsteht ein großer Chor und vielleicht gelingt uns das heute Abend auch. Der Dompropst Reinhold Pfafferoth von der katholischen Kirche wird dabei mitsingen, kräftig auch. Und ich bin der evangelische Zirkus- und Schaustellerpfarrer und ich hoffe, dass wir dann einen Ton finden miteinander und dass wir nicht gegeneinander singen, aber auch das kann ja schön sein. Und wir sind hier zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich möchte beginnen mit einem Wort aus dem Alten Testament, einem Psalm. Dort heißt es nämlich, und das passt so schön in die nun beginnende Adventszeit, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Er ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. So heißt es im Alten Testament. Glocken mit heiligem Klang,
wenn die Glocken dann klingen, dann sie das Christkindlein hört, tut sie vom Himmel dann schwingen, eilet hernieder zu Herr. Segnet dem Vater die Mutter das Kind, den Vater, die Mutter, das Kind, Glocken mit heiligem Klang, bringen die Erde entlang. Singet mit lieblichem Schall über die Meere noch weit. Ich erfreue doch alle seliger Weihnachtszeit. Alle aufjauchzen mit hohem Gesang, alle aufjauchzen mit frohem Gesang, Glocken mit heiligem war's nicht, wer war's dann? Ich darf leider nicht näher zu euch Kindern kommen, weil es dann Rückkopplungen gibt, hat man mir gesagt. Aber ihr könnt mich hören. Ich hoffe, ich höre eure Antworten. Was ist für euch das Wichtigste fürs Weihnachtsfest? Geschenke. Sagt doch jemand was anderes als Geschenke? Na, erstmal die Kinder nur. Das ist die Schule, gut. Manche der Eltern und Großeltern wollten auch schon gerne antworten. Was gehört denn für Sie zu einem richtigen Weihnachtsfest? Enkel, gut. Eine Ente, ah, das kann ich verstehen. Da könnte ich mithalten. Für Sie als Weihnachtsmarktbesucher, die ohne Enkel und ohne Ente hier sind, was gehört für Sie zu einem richtigen Weihnachtsfest? Familie. Schnee. Schnee ist natürlich was ganz Wichtiges, aber ich würde sagen, es gibt Gegenden, die nicht hier sind, wo das schneesicherer ist. Dann gibt es natürlich unter uns viele Männer, Frauen, die am Rand stehen, die zu den Sicherheitsdiensten gehören. Und wenn ich die frage, was ist denn für Sie das Wichtige vom Weihnachtsfest, was gehört dazu? Friede ganz sicherlich, Ruhe wird so eine Aussage sein. Liebe gehört dazu. Sie machen hier vorne toll mit. Ich könnte das Mikro an Sie geben. Das ist immer so eine bunte Mischung und es war auch kaum anders zu erwarten, dass Geschenke natürlich als erstes genannt wird. Gutes Essen, Gemütlichkeit, der Weihnachtsbaum, den habe ich noch gar nicht gehört. Sind Sie alle ohne Weihnachtsbaum zu Hause? Alle mal Hände hoch, die keinen Weihnachtsbaum haben. Da kommen ein... Oh! Ich weiß aber, was Sie machen. Sie sind bei den Eltern oder bei den Kindern und haben da den Weihnachtsbaum. Bei der Oma. Wir haben alle unsere Vorstellungen, was zu einem richtigen Weihnachtsfest gehört. Weihnachtsstelle. Und dann würde ich noch hinzufügen, das Kind gehört dazu. Hier vorne hat eben einer beim Psalm gesagt, ich bin der König der Ehren. Ich weiß nicht, ob das Jesus auch gesagt hat, damals in Bethlehem. Als Säugling konnte er noch nicht reden, aber ganz sicher gehört dieses Kind, das Jesuskind dazu. Und manchmal ist es bei uns etwas im Verborgenen, ein anderes Mal mehr im Mittelpunkt. In der Bibel heißt es, und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Wenn Sie sich das noch einmal vor Augen halten wollen,
dann müssen Sie ein wenig hier in die andere Richtung nach links gehen und Sie haben eine wunderschöne Weihnachtskrippe hier in Magdeburg. Und dort liegt das Kind in der Mitte. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen, dass Ihre Weihnachtsvorstellungen und Ihre Wünsche erfüllt werden. Dass es wirklich Frieden ist, dass in den Familien Gemütlichkeit ist, Sie mit Freuden zusammenkommen und nicht auf den 27. warten müssen, wo die Geschenke wieder umzutauschen sind. Ich hoffe, dass Sie alle einen guten Griff hatten, ohne dass es der Griff ins Portemonnaie war. Dass Sie mit Fantasie die Geschenke ausgesucht haben und Freude bereitet haben. Zum Weihnachtsfest mag es auch gehören, dass wir uns Zeit nehmen füreinander und diese Zeit miteinander genießen, ohne uns zu überfordern. Manchmal gehört zu diesem Genießen dann auch 5 Minuten Pause für sich alleine. Aber nicht für Kinder. Ich hatte eben den Eindruck, Sie haben natürlich alle keine Mikros, Sie singen hier gegen Mikros und verstärkte Gitarre an, dass bei Ihnen noch ein bisschen mehr ginge mit dem Singen. Und das nächste Lied müsste eigentlich sowas wie ein Weihnachtsschlager sein, in den sich so richtig laut einstimmen lässt. Vor allen Dingen laut. Das Schöne kommt dann wie von selbst. Alle ein in den Jubelton, denn es kommt das Licht der Welt und des Vaters Thron. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft. Dunklem Wege, unser Licht bist du, denn du führst die dir vertrauen, einst zur Seelenruh. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft. Weihnachten überall. Es tönt durch die Lüfte und es erzählt uns von dem Kind, das geboren wurde. Eben gerade wurden wir darauf aufmerksam gemacht, in der Krippe ist es zu finden. Und er, dieses Kind, hat uns mit Weihnachten beschenkt. Und es ist dieser Jesus, von dem wir den Namen kennen. Und als Erwachsener ist er mit den Freunden umhergezogen und sie haben ihn gefragt, erzähl uns etwas von dir, von deinen Träumen, von deinem Gott und Vater. Und dieser Jesus hat ihnen gesagt, ihr könnt miteinander auch zum Vater beten. Und wenn wir miteinander diesen Weihnachtsmarkt eröffnen mit einem Gottesdienst, dann darf auch das Gebet stehen, das Christen
immer wieder miteinander sprechen. Und ich lade euch und sie alle ein, wer es kennt, einfach mitzusprechen bei dem Gebet, das eigentlich alle Menschen weltweit, die sich Christen nennen, verbindet. Jesus hat uns dieses Gebet geschenkt. Und es heißt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Ewigkeit in Herrlichkeit. Amen. Wir wünschen Ihnen hier in Magdeburg einen wunderschönen Weihnachtsmarkt. Genießen Sie diesen Platz, genießen Sie die Möglichkeiten, freuen Sie sich über das, was es zu sehen gibt, was es zu riechen gibt, was es zu essen, was es zu trinken, was es zu verschenken gibt. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Weihnachtsmarkt und darum bitten wir. Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. Gott nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir neue Hoffnung. Gott bereite dir den Raum, den du brauchst und an dem du so sein kannst, wie du bist. Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Gott mache heil, was du zerbrochen hast, und führe dich zur Versöhnung. Gott gebe dir Entschlossenheit, Fantasie und Mut, damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. Gott bleibe bei dir mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen. Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen. Beim nächsten Lied haben Sie noch einmal die Möglichkeit, die Gitarrenspieler und die Sänger zu übertönen, lauter zu sein. Und wenn sie ganz gut sind, sind sie auch ein Ticken schneller als die. Dann merkt man das nämlich richtig. Also, bitte, ich lade Sie ein, O du Fröhliche, O du Selige.
Herzlich willkommen in der schönsten Zeit des Jahres. Radio Esapi wünscht euch ganz viel Spaß und schöne Stunden auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Und hier ist für euch Radio Esapi Muckefunk Holger Tapper. Hallihallo! Ja, einige haben ja schon gedacht, Mensch, vom Bauchumfang her könnte es auch der Weihnachtsmann sein, wa? Aber schön, dass ihr alle da seid. Es sind auch ganz viele Kinder dort hinten. Möchtet ihr vielleicht nach vorne kommen? Das könnt ihr gerne machen. Wenn ihr die mal so, vielleicht könnt ihr die teilweise schon alleine nach vorne lassen? Oder funktioniert es nicht so? Nee? Aber schön, dass ihr alle da seid. Zu einem ganz besonderen Tag, zu einem alljährlich stattfindenden Tag. Ich habe so ein kleines Déjà-vu. Weiß nicht, wie es euch geht. Das ist für mich persönlich... Nee, danke schön. Für mich persönlich ist es die schönste Zeit des Jahres. Wer freut sich denn auch auf Weihnachten? Und wer meint, dass er, ja, und wer meint, dass er in diesem Jahr richtig brav gewesen ist? Und dass der Weihnachtsmann ganz, ganz viele Geschenke bringen muss? Wer von euch ist denn in diesem Jahr nicht mehr alleine, sondern hat auch noch ein Geschwisterchen bekommen und denkt, dass er vielleicht weniger Geschenke bekommt? Völlig falsche Herangehensweise. Der Weihnachtsmann hat alle lieb. Und den? Vielen herzlichen Dank. So, soll ich den mal aufsetzen? Ja, nicht, dass ich mich jetzt wirklich mit dem Weihnachtsmann verhält. Ist meine Größe? Ich habe so einen großen Kopf. Ah, schön. Wir können ja alle nochmal winken und alle nochmal klatschen. Schön, dass ihr da seid zur großen Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt. Es ist der erfolgreichste mit den meisten Besuchern, aber, und das ist das Schöne am Magdeburger Weihnachtsmarkt, ich weiß nicht mehr, ob ihr zwischendurch auch mal woanders hin musstet, aber das Schöne hier in Magdeburg ist immer, dass man trotzdem Platz hat, dass man es genießen kann, dass man aus 50 Glühweinsorten testen kann. Wer hat denn in den letzten Jahren mehr als 50 oder zumindest mehr als 30 Glühweinsorten probieren können und ist dann natürlich, du bist doch noch nicht mal 18. Was, wirklich? Ja? Herzlichen Glückwunsch, darf ich jetzt schon mal gratulieren. Wir können natürlich auch in diesem Jahr wieder eine Glühweinkönigin. Und wir möchten natürlich alle, dass ihr wunderschöne Geschenke bekommt. Ja, ich komme noch mal ganz gut zu dir. Jetzt fällt es wieder ein Heikel hier für mich. Du hast auch so einen schönen Anzug an. Ist das hier von der Eiskönigin der Anzug? Oder was ist das? Oder von Ariel, der Meerjungfrau? Oder was ist das? Von Anna und Elsa. Anna und Elsa ist die Eiskönigin, ne? Teil 2. Hast du den schon gesehen? Nein. Jetzt wolltest du mich auch gerade schon mit Olaf ansprechen, der Schneemann, ne? Der kann immer so schön singen. Ist das was, was du dir auch wünschst? Zu Weihnachten etwas vom Weihnachtsmann, der soll etwas bringen von der Eiskönigin? Oder was wünschst du dir? Ich wünsche mir den Stoß. Und was brauchst du damit? So ein Haus. Rathaus, ne? Für OB Dr. Trümper. Damit er noch mehr Platz hat, der kommt dann natürlich nachher auch wie in den letzten Jahren. Also, wo guckt ihr denn da mal hin? Ist da Netflix oder was? Ah, nee, bin ja ich. Ja, damit ihr nachher auch alle was seht. Um 17 Uhr geht traditionell das Licht an und in diesem Jahr an einem wunderschönen Weihnachtsbaum, der 37 Jahre alt ist. Ratet mal, wer genauso alt ist? Ich nicht. Ja, vielen herzlichen Dank für das wunderbare Kompliment. Das nehme ich als Weihnachtsgeschenk an. Nein, ich bin 10 Jahre älter, aber ich genieße es genauso wie ihr. 18 Meter hoch ist dieser Weihnachtsbaum, 10 Meter breit. Und es ist vor allem, was meint ihr, was ist das für eine Gattung? Nordmann-Tanne oder Blautanne? Was? Wer hat da gerade Eiche gesagt? Nee, das ist eine Blautanne. Ja, sehr gut. Und vor allem haben wir heute Morgen bei uns in Radio SAW Muckefunk gelernt, das ist sehr gut für Katzenbesitzer, weil die Katzen sich da gar nicht rantrauen, ne? Wegen der Nadeln und wegen dem Duft. Jetzt hast du dich da auch gerade im Fernsehen gesehen, da oben. Du bist die, wie heißt du? Lucy. Lucy, wie alt bist denn du? 7. Und gehst du schon zur Schule? Ja. Macht Spaß? Sei ehrlich, der Weihnachtsmann hört das, was du jetzt gerade sagst. Du wünschst dir bestimmt irgendetwas zur Schule, ne, vom Weihnachtsmann. Was denn zum Beispiel? Lego! Wir können euch ja zusammentun. Ja, dann könnt ihr zusammenspielen. Nikita, was wünschst du dir denn? Einen Stuhl. Das ist schön. Das klingt so, als wenn du den Boxsack wünschen würdest. Ja?
Wer wünscht sich denn den Aufstieg von unseren Jungs im Blau und Weiß vom 1. FC Magdeburg? Du kommst wohl nicht aus Magdeburg, wa? So, diese Diskussion wird mir jetzt gerade so heikel. Jetzt muss ich erst mal wieder nach oben kommen. Aber ich freue mich, dass ich wunderbare Begleitung habe. Normalerweise sind sie meine Zivildienstleister, meine Pflegekräfte. Heute wunderbar runtergekommen vom Himmel. Ein Riesenapplaus für unsere Radio SRW Weihnachtsengel. Wenn man die jungen Damen so sieht, dann bekommt man ganz neue Kräfte. Ist das schön. Wer wünscht sich denn vielleicht irgendetwas zum Malen, was zum Zusammenstecken, zum Häkeln, zum Stricken? Ja, oder wer wünscht sich, dass die Eltern was Schönes bekommen? Ja, ihr seid wenigstens ehrlich, so schön. Ihr wisst ja, wenn wir den Weihnachtsmarkt eröffnet haben, der geht bis zum 30.12. Bedeutet, Mama und Papa können unter der Woche bis 22 Uhr mit euch hierher kommen. Und am Wochenende könnt ihr sogar bis 23 Uhr hier auf dem Weihnachtsmarkt. Wow, ist das toll? Jawohl! Genau, da lasst es krachen. Es gibt, glaube ich, an irgendeiner Theke auch eine Kakao-Flatrate. Also deswegen, und ganz viele Kräppelchen, so viel ihr wollt. Ja? Oder es sei denn, ihr bleibt zu Hause, Mama und Papa sind Babysitter. Nee, aber mit Kindern ist der Weihnachtsmarkt einfach mal am schönsten. Und wer von euch Erwachsenen wird denn jetzt gerade zur Weihnachtszeit wieder zum Kind? Ja? Eure Hilfe brauchen wir jetzt mal, denn wir haben natürlich jemanden, den wir ganz gerne an diesem heutigen Tag hier noch auf der Bühne haben möchten. Wisst ihr, wer das sein kann, wer hier heute noch auf die Bühne soll? Da müssen wir einfach mal sollen sagen, ne? Wer denn? Ihr müsst das mal gemeinsam sagen, weil ich verstehe das gar nicht. Wer soll euch heute noch hier begrüßen? Der? Da seid euch einig, der Weihnachtsmann, habt ihr das richtig verstanden? Ja? Ja, jetzt habe ich aber, habt ihr den Weihnachtsmann schon gesehen? Aber ihr würdet gerne den Weihnachtsmann alle sehen wollen, ne? Ja? Vielleicht sehen wir den Weihnachtsmann ja, wenn wir den alle mal rufen. Ja? Auf drei. Eins, zwei, drei. Weihnachtsmann! 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 Tut sich da vielleicht irgendwas? Vielleicht sehen wir ihn irgendwo. Da, da ist der Weihnachtsmann. Moment mal, das ist doch, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Ja. Ach, also ich will die Zeit mal ein wenig vertreiben und hier mich noch ein wenig ausruhen von der langen Reise auf meinen Schlitten und so. Oh, was haben wir denn hier? Hier sind ja schon Wunschzettel. Na, das ist ja sehr interessant. Die sind ja alle für mich. Da kann ich doch gleich mal ein wenig drin lesen. Was hier so ist. Ach, das ist ein schönes buntes hier. Das ist, ja klar, Wunschzettel. Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir ein Pferdeauto. Ein langes Auto und einen Bagger und ein. Was ist denn da los? Ich werde mal noch Zeit. Hey, Moment mal, kann das sein, dass der Weihnachtsmann gerade eingeschlafen ist? Wie so mancher Papa im Kino, oder? Ja, welcher Papa ist bei der Eiskönigin eingeschlafen? Keine, das sind alle mit tiefer Romantik. Apropos Eiskönigin. Okay, wir müssen uns nachher mal probieren, dass der Weihnachtsmann auch wirklich wieder wach wird, damit er auch diese wunderbare Eröffnung auch mit den ganzen Lichtern irgendwie mitbekommt. Im Übrigen Dankeschön. Also und von einem riesen Applaus an alle Buden, die hier aufgestellt worden sind in den letzten Tagen. 60 neue wunderbare Hütten, die wir zusammenbekommen haben. Dankeschön der Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH. Dankeschön auch für die Einladung, dass ich in den letzten Jahren auch wieder mit euch diese Eröffnung feiern darf. Und wir haben schon ganz oft von der Eiskönigin gesprochen. Die Eiskönigin ist zwar ein Kinofilm, da gibt es auch wunderbare Musik, aber ich würde mir wünschen, wenn es auch irgendwann mal ein Musical wird. Und wir haben jetzt für euch weihnachtliche Musik mit Kindern, die auf eine Musicalschule gehen. Das sind die Musical Youngsters, die gehen in die Halberstädter Straße zu Marie Matthäus.
die euch so ein bisschen Singen beibringt, sodass ihr dann Let it go, let it go, let it go singen könnt oder Schneeflöckchen, Maisröckchen noch schöner singen könnt. Und I'm dreaming of a white Christmas oder vielleicht sogar Last Christmas von Wham. Wer freut sich jetzt schon auf Whams Last Christmas? Ich bin heute morgen früh gleich um kurz nach fünf. Begrüßt recht herzlich mit mir auf der Bühne zur Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt. Jemand, den ihr kennt aus der Grünen Zitadelle, aus dem wunderbaren Theater, den ihr dort kennt als Udo Jürgens, nur echt im Bademantel, aber heute komplett winterlich angezogen, Enrico Schäffler und die Musical Youngster. Viel Spaß! Glockenklang aus der Ferne über uns leuchten Sterne. Kein Mensch weit und breit, nur wir sind zu zweit, wandern durch den weißen Winterwald. Schnee und Eis hört man knistern, weil wir leis nur noch flüstern. Wir fühlen uns ganz wie Gretchen und Hans, wandern durch den weißen Winterwald. Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Reh tritt aus dem Wald heraus. Braune Augen blicken ganz erschrocken. Ist dir der Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Am Kamin ist ein Plätzchen, das gehört unserem Kätzchen. Es teilt es mit dir, dann wandern wir viel morgen durch den weißen Winterwald. Einen großen Applaus für die Kiddies von den Musical Youngsters! Leise fallen weiße Flocken und ein Reh tritt aus dem Wald heraus. Braune Augen blicken ganz erschrocken. Ist dir der Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Oh, am Kamin ist ein Plätzchen, das gehört unserem Kätzchen. Es teilt es mit dir, dann wandern wir vier morgen durch den weißen Winterwald. Es teilt es mit dir, dann wandern wir vier morgen durch den weißen Winterwald. Vielen herzlichen Dank für diesen wunderschönen Empfang hier auf dem Weihnachtsmarkt. Und Sie haben sie gerade schon gesehen, das lernen Sie natürlich nicht nur, wie man sich einmal im Kreis bewegt, sondern Sie lernen auch ganz viele andere schöne Sachen, die Kiddies von den Musical Youngsters. Und die begrüßen wir jetzt hier auf der Bühne. Viel Spaß mit den Musical Youngsters unter der Leitung von Marie Matthäus. Hallo?
clown. Watch out, look around, Santa Claus is coming to town. Now the children's eyes are shining like they've never shone before. If their dreams and aspirations light away, living life in harmony forevermore. A wonderful dream of love and peace for everyone. Dankeschön an die Musical Youngsters. Und ich habe jetzt hier auch einen kleinen Youngster, allerdings etwas unfreiwillig, denn sie vermisst ihre Eltern. Liebe Eltern, schauen Sie doch mal bitte. Wir haben hier hinter der Bühne ein Mädchen, was sie vermisst. Also kommen Sie bitte zu uns hier an die Seite, links neben die Bühne zu diesem Karussell. Dort stehen dann die Helferinnen und Helfer. Und ja, dann gucken wir mal, dass Mama und Papa dich hier wieder abholen, ja? Also. Haben Sie gesehen? Da kommen Sie schon. Alles klar. Wir sehen uns dann gleich hier an der Seite. Und jetzt aber übergebe ich an Marie Matthäus, die etwas zum nächsten Lied sagen wird. Marie, wo bist du? Komm, wir gehen wieder runter und dann holen die Papa und Papa ab. Also, es hat ein glückliches Ende genommen. Das ist sehr gut. Ja, also, ich möchte nochmal herzlich willkommen sagen im Namen von allen Musical Youngsters, die heute hier auf der Bühne auftreten dürfen. Wir freuen uns sehr. Wir zeigen heute einen kleinen Auszug aus unserem Weihnachtskonzert, was wir am 7.12. in der Ambrosiuskirche in Sudenburg aufführen werden. Die Kinder und die Jugendlichen haben sich selbst die Lieder ausgesucht, die sie performen wollten und gerne performen möchten. Und umso mehr freut es mich, dass es ein Potpourri wurde für Groß und Klein, mit deutschen Weihnachtsliedern, die wir alle kennen, aber auch mit Liedern, die modern sind, die Spaß machen und die dazu einladen, auch mal mitzusingen oder mitzutanzen. Und in dem Sinne möchte ich Sie auch einladen, in die Ambrosiuskirche am 7.12. um 17 Uhr dabei zu sein. Jetzt kündige ich ein kleines Mädchen an, die ihr Lieblingslied jetzt hier singen und performen wird. Einen großen Applaus für Sina! Der Sturm ganz tief in mir, mich zu kontrollieren. Ich hab es versucht. Lass ihn nicht rein, lass ihn nicht sehen, wie du bist, nein, es darf niemals geschehen. Du darfst nichts fühlen, zeig ihnen nicht dein wahres Ich. Lass los, lass jetzt los, die Kraft ist grenzenlos. Ich lass los, jetzt ist los und ich schlag die Türen zu. Es ist Zeit, nun bin ich bereit und ein Sturm zieht auf. Die Kälte ist nun ein Teil von mir. Es ist schon eigenartig, wie klein jetzt alles scheint. Und die Ängste, die in mir waren, kommen nicht mehr an mich ran. Was ich wohl alles machen kann, die Kraft in mir treibt mich voran. Was hinter mir liegt, ist
vorbei, endlich frei. Ich bin frei, endlich frei, und ich fühle mich wie neu geboren. Ich bin frei, endlich frei, was war es jetzt vorbei? Hier bin ich, in dem hellen Licht, und mein Sturm zieht an. Kälst du, wirst du ein Teil von mir. Zarte 8 Jahre. Sina, komm noch mal. Einmal verbeugen. Auf geht's. Einen großen Applaus für Sina von den Musical Youngstars. Jetzt war meine Regieanweisung, Enrico, wir brauchen jetzt ein Lied. Wir müssen Headset wechseln. Und ich nehme Sie jetzt mit auf eine winterliche Reise. Wir stellen uns einfach einmal vor, dass es jetzt schneien würde. Und dann passt ein wunderschönes Lied, ein Schneeflockenwalzer, doch wunderbar dazu, wenn die Flocken so langsam nach unten rieseln. Viel Spaß. Alles in Ordnung da oben? Tanzschule gemacht für uns. Ja, also ja. Wenn die Schneeflocken tanzen, dann steht oft die Zeit, denn im Großen und Ganzen ist es still, wenn es schneit. Und ich steh dort im Garten, schau den Flocken beim Walzer zu, allen Kräftigen und Zarten, und durch den Flockentanz kommst du. Tanz nur weiter, ihr Flöckchen, es ist eure Zeit, und ein kleines Weihnachtsglöckchen kündet uns Geborgenheit. Alle Großen, alle Kleinen, sie tanzen vom Himmel ins Tal, und sie wollen uns vereinen. Sie laden uns zum Ball in ihrem Saal. Schunkeln Sie sich mit mir warm. Auf geht's. La 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 la. Die Schneeflocken tanzen, dann steht oft die Zeit, denn im Großen und Ganzen ist es still, wenn es schneit. Und du drehst dich dort im Reigen, ein Kuss durchbricht den Takt, die Gedanken in uns schweigen, nur du und ich im Lichterglanz, um uns herum der Flockentanz, zum Fest der Liebe. La 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 la. Dankeschön. Vielen Dank.
Liebe Gäste, vielleicht haben wir jetzt die Weiße Weihnacht auch gemeinsam hier besungen. Wir lassen uns überraschen, ob es in diesem Jahr klappt. Aber wir haben schon gehört, am wichtigsten ist ja die Familie zur Weihnachtszeit. Und genau die möchte ich jetzt zusammen mit den Musical Youngstars hier auf der Bühne besingen. Und mit diesem Lied wollen wir uns dann auch verabschieden und übergeben dann die Bühne. Denn wir warten ja alle ganz sehnsüchtig auf den Weihnachtsmann. Hoffentlich bekommen wir ihn auch noch geweckt, wenn er jetzt wieder so fest eingeschlafen ist. Jetzt singen wir aber erst einmal zusammen Weihnachten in Familie, und da können sicherlich ganz viele Junggebliebene hier das mit uns gemeinsam singen. Viel Spaß. Marie, wie sieht's aus? Was denn? Weihnachten in Familie, sieh, wie die Kinder sich freuen. Wenn wir die Silbersterne auf die Wolken streuen. Jetzt übergeben wir das Wort wieder an unsere Muckefuck, Holger Tapper. Vielen Dank, lieber Enrico, und vor allem ganz, ganz lieben Dank allen Kindern. So schön, wie ihr gesungen habt, wird der Weihnachtsmann bestimmt ganz, ganz fleißig bei euch sein. Ganz lieben Dank allen Elsas. Dankeschön. Es hat doch Spaß gemacht zu singen, oder? Dankeschön dem Musical Youngster nochmal einen Riesenapplaus. Ihr habt euch gefragt, wie kann man nach einem derartigen Programmpunkt das Ganze noch steigern, noch toppen. Wir haben es probiert. Ich glaube, wir sind auf einem gleichen Niveau geblieben. Deshalb begrüßt recht herzlich mit mir, wer jetzt gerade neu ist. Schön, dass sich der ganze Platz so gefühlt hat. Ihr habt gerade eben gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Ist auch schon jemand da? Wir können ja mal kurz das Zeichen geben. Wo ist Magdeburg? Wo sind die Herrschaften? Und vor allem, wo sind die Kinder, die sich auf Weihnachten freuen? Kinder klingen aber recht alt. Ja, wo sind denn die Kinder? Ja, sehr gut, die Kita ist auch da. Begrüßt recht herzlich mit mir, es gehört genauso zu Weihnachten und zur Öffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt einfach mal mit dazu, die Magdeburger Jungfrau. Ja, die Magdeburger Jungfrau heißt Magdeburger Jungfrau, da steht in ihrem Personalausweis drin. Christina darf man dazu sagen. Ja, genau. Christina wollte eigentlich gar nichts sagen, aber möchte trotzdem irgendwas sagen. Ich begrüße alle recht herzlich zu dem Gott sei Dank trockenen Tag und auch schönen Tag, um den Weihnachtsmarkt zu eröffnen.
Sehr schön. Und wir brauchen natürlich noch jemanden, der auch gleich sagen wird, wir machen die Lichter hier um 17 Uhr an. Er kommt aus seinem, wo die Heizung auf 5 gestellt ist. Deswegen hat er einen Mantel angezogen. Aus seinem Büro kommt er zu uns herunter. Begrüßt recht herzlich den Oberbürgermeister dieser wunderschönen Landeshauptstadt aus Magdeburg, Dr. Lutz Trümper. Wir müssen mal, wo soll man hin? Mal, fotografiere ich jetzt schon. Ja, ein bisschen weiter zurück. Sehr gut. Man hätte das auch abkleben können mit so einem X oder sowas wie im Fernsehen. Ja, Herr Dr. Trümper, in jedem Jahr etwas Neues, aber in diesem Jahr was ganz Spezielles, was die Eröffnung des Magdeburger Weihnachtsmarktes angeht. Hier wird ein Licht angeknipst und wir knipsen noch die Lichter weltnah. Man hat sich dazu entschlossen, etwas ganz Besonderes zu machen, wunderbare Installationen. Das ging durch den Stadtrat, kostet ja auch ein bisschen was, aber was... Ja, weil es hat was gekostet, haben sie gehustet. Oder bei dem Wort bisschen, ich weiß nicht mehr genau an welcher Stelle. Aber was hat sie dazu bewogen, auch im Standard zu sagen, ja, wir machen im Jahr 2019 mal ein bisschen was anderes? Ja, die Menschen wollen heute immer mal was Neues sehen. Also wir wollen im Zoo was bauen und sagen, vor noch 5 Jahren gibt es mal was Neues. Und müssen wir auch mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt eine Attraktion haben in der Stadt haben, die was ganz Neues ist. Und wenn man was haben wir irgendwann Aufmerksamkeit erreicht, dann musst du was Besonderes machen. Wenn das so ein bisschen so eine Kleinigkeit ist, dann nimmt das keiner wahr. Dies ist wahrgenommen worden schon im Vorfeld, was MDR und Volksstimme und alle berichtet über die Lichterwelt, die jetzt gleich in wenigen Minuten überall nach und nach angeschaltet werden, um 1:30 und sitzt auf dem Hochplatz. Und dann gibt es einen Flair in der Stadt, was man hat. Ich glaube, das ist ganz besonders. Und viele Menschen, die man abends schon begegnet ist, die sagen auch, es gibt auch die, die sagen, schade, um den Strom wäre gerade auch. Die Minderheit, aber die gibt es immer, die Menschen. Haben Sie hier, und nochmal ganz kurz für die Statistik, Sie haben jetzt gerade den öffentlich-rechtlichen Sender erwähnt, die Volksstimme hier von Radio SRW als privates Instrumentum haben natürlich auch darüber berichtet und sind heute auch mit vollem Stolz da. Haben Sie sich da schon was ausgeguckt und Sie sagen, da gehe ich, glaube ich, mal des Öfteren hin? Ich glaube, das ist alles toll. Theater, Musik, Instrumente auf dem Hochplatz. Der Pferdeversuch der Großen und von Erika und auch die Kugeln. Und das alles soll immer animieren, dass man da in den Rahmen sich reinsetzt und Selfies macht. Und die Selfies wirklich weltweit verschickt, damit alle Welt weiß, hier in Magdeburg sind die Lichterwelten und alle herkommen und uns besuchen und damit den Tourismus ankurbeln. Das ist ja auch ein Ziel dabei. Das wird um 17.05 Uhr passieren. Da sammeln wir uns alle an der Litfaßsäule. Dann gehen wir alle in Gruppen mit dem Sachsen-Anhalt-Orchester auch eben zu den einzelnen Stationen und werden sie nach und nach anknipsen. Dafür ist aber jeder verantwortlich, was den Verkehr angeht. Also es werden keine Ampeln ausgemacht, sondern da wäre es auch schon ganz gut, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, darauf aufzupassen, dass euch nichts passiert, sondern dass ihr auch alles genießen könnt. Die Lichterwelten gibt es bis zum Februar, bis zum 30.12. gibt es den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Auch mit 2 Tagen, an denen man sagt, okay, da gönnen wir uns mal ein bisschen Ruhe. Ich habe mal hochgerechnet, es gibt 50 Glühweinsorten. Das würde bedeuten, bei 32 Tagen, an einigen müssten Sie auch 2 oder 3 Glühwein trinken, wenn Sie alle probieren möchten. Nach welcher Stadtratssitzung würden Sie am liebsten tatsächlich 2 oder 3 trinken? Es gibt ja nur noch 2 Sitzungen. Aber da wird wahrscheinlich mehr trinken müssen als 2 oder 3. Können Sie sagen, wer das Thema denn sein wird von dieser Stadtratssitzung? Oder wer da am Hebel sitzt? Es gibt jetzt ganz viele Themen, aber eins wird am 9.12. der letzten Diskussion, der Haushalt, der wird 2020 beschlossen werden muss und den müssen wir durchkriegen, sonst können wir auch noch Leber nicht alles Schönes finanzieren, was wir uns vorgenommen haben. Und danach kann man den mit Glühwein anstoßen. Kurz zur Jungfrau noch mal kurz gesprochen, wie sieht es bei dir Weihnachten aus? Wer darf da alles kommen zur Magdeburger Jungfrau? Die Familie darf kommen. Und ich habe mir sagen lassen, du kochst sogar. Was gibt's bei euch? Also ich bin dieses Jahr dran mit Kochen. Ich denke mal, am 24.12. werden wir Raclette machen. Und am 25. Ich denke mal, ich mache Gulasch. Gulasch? Das wird hoffentlich. Da komme ich aber auch vorbei. Gulasch. Genau, kannst ja schon mit anfangen, dann ist das richtig schön durch. Obwohl dann ist es Pulled Pork oder Pulled Rind. Habt ihr nicht auch das Gefühl, als wenn ihr einer fehlen würde, gerade ist ja die Weihnachtsengel sind da, Laura und Elisabeth, der Oberbürgermeister ist da und du bist da. Da fehlt doch noch jemand, oder? Wer fehlt denn da? Ja, das Problem ist, der Weihnachtsmann ist ja gerade eben eingeschlafen, als er sich die Zettel angeguckt hat. Passiert Ihnen das auch manchmal, wenn Sie so eine Akte durchgucken und in einem Antrag im Stadtrat? Niemals. Ich bin immer hellwach im Rat, das schlafe ich nur zu Hause. Sollen Sie lügen, Herr Oberbürgermeister, der Weihnachtsmann hört alles. Ne? Ja, stimmt, das ist meine Wahl. Gut, fit im Stadtrat, aber jetzt wollen wir den Weihnachtsmann hier wieder fit machen. Wir müssen alle ganz laut rufen, damit er aufwacht. Weihnachtsmann! Weihnachtsmann! Ah, und? Passiert da was?
Was ist Sie haben laut genug gerufen. Als ob mich jemand ruft. Oh. Na klar, ruft mich jemand. Die Kinder rufen mich und ich sitze hier und schlafe. Das geht doch nicht. Ich muss doch zu den Kindern hinunter. Dann mache ich das jetzt mal. Genau, dann werde ich jetzt mal hier mich auf den Weg machen. Genau. So. Also der Weihnachtsmann ist dank euch wieder wach geworden. Klatscht euch selbst mal ganz kurz zu dieser tollen Leistung. Ja, Moment, ich höre eine Glocke. Jetzt rufen wir alle den Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann. Einer hat Trümpfer gerufen. Ach, da ist er, der Weihnachtsmann. Ein Riesenapplaus für den Weihnachtsmann. Da ist er. Lieber Weihnachtsmann. Wir freuen uns wie in jedem Jahr. Ich war mal derjenige, der brav war. Wir freuen uns in jedem Jahr, dass du hier bist, lieber Weihnachtsmann. Aber wir haben dich selten so müde gesehen wie in diesem Jahr. Was ist passiert? Ja, nichts ist passiert. Ja, ich habe nur bis unten geschlafen und jetzt auf einmal, ich dachte, das geht morgen erst los. Jetzt höre ich die Kinder rufen. Ich denke, was denn jetzt? Jetzt ist ja los. Dann auch noch als Buch wurde das da, hier, da, da, hier, da, da. Und guck mal hier, ist dann endlich. Jetzt müsste jetzt kommen. Dann ist der wieder weg. Ja, und die Kinder wollten dich unbedingt sehen, oder Kinder? Den Weihnachtsmann. Weil ihr habt ja alle ganz viele Wünsche. Du hast ja, lieber Weihnachtsmann, auch schon die ganzen Wunschzettel gelesen. Was stand denn am häufigsten drauf? Was habe ich? Die Wunschzettel gelesen der Kinder. Aber nicht so viele, das sind doch nicht so viele. Nee, dann müsst ihr noch schreiben oder dem Weihnachtsmann gleich selbst sagen, was er euch wünscht. Lego habe ich hier wahrgenommen, wünschen sich die Kinder. Und ganz viele wünschen sich ein Geschwisterchen. Natürlich, das kann ich auch machen. Das ist ja, genau, das macht der Weihnachtsmann. Aber, lieber Herr Oberbürgermeister, lieber Weihnachtsmann, wenn du dich vielleicht, die Magdeburger Jungfrau steht in der Mitte, das ist auch gut so, wenn du dich kurz dazugesellen würdest, weil dann würden wir jetzt zu etwas kommen, was das Ganze noch romantischer und vor allem noch weihnachtlicher macht. Hier auf diesem wunderschönen alten Markt, direkt hier beim Goldenen Reiter. Ich übergebe einfach mal das Mikrofon an Sie, weil Sie werden Ihre richtigen Worte jetzt schon finden. Ich noch ein bisschen suchen, aber ich finde sie gleich. Ich würde sagen, der Weihnachtsmarkt 2019 kann jetzt starten. Licht an! Jetzt hat auch die Sparkasse wieder das Licht angemacht. Aber ganz ehrlich, der Oberbürgermeister hat gerade eben gesagt, das sieht toll aus. Und ich glaube, das ist eine Art Untertreibung, weil es sieht fantastisch aus. Das sieht nach Weihnachten aus. Mal einen Riesenapplaus für die Umsetzung der tollen Idee im Jahre 2019. Ein kleiner Schritt für den Elektriker, ein großer Schritt in Richtung Weihnachten. Nee, aber ganz toll. Und vor allem, hast du dich auch wieder erkannt, liebe Jungfrau? Dort vorne bist du zu sehen, der Goldene Reiter ist dort zu sehen. Ich weiß nicht, manch einer hat sich nach seiner Regentschaft als Oberbürgermeister irgendwie so ein Porträt malen lassen. Wenn es mal von Ihnen auch eine Lichtinstallation geben würde, das wäre doch was, Herr Dr. Trümpfer, oder? Darüber habe ich keine Entscheidung. Big Bad Schwenk habe ich gesehen, den versuche ich mal zu überzeugen. Ja, da brauchen so viele Lampen. Mal einen kleinen Applaus für unseren Weihnachtsmann, der uns hoffentlich gleich die ganzen Wünsche abnimmt und dann auch am 24. Dezember umsetzt.
der Magdeburger Jungfrau auch nochmal einen Riesenapplaus. Und dem ganz wichtigen Onkel aus dem Rathaus, Dr. Lutz Trümper. Und ich wünsche euch einfach eine fantastische Zeit bis zum 30. Dezember hier auf ja, dem kinderfreundlichsten Weihnachtsmarkt Mitteldeutschlands. Hier fährt man nicht die Ellbogen aus, sondern hier ist man kulant und wartet erstmal, bis die anderen fertig sind. Das sind die schönen 7 Kinderkarussells, gibt es hier für euch. Wunderbares Licht überall, könnt was Leckeres essen. Finnland ist hier vertreten, es gibt Grünkohl mit Regenbus, es gibt einfach alles. Es gibt auch leckeren Eierlikör, es gibt Kinderpunsch. Und vor allem gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen für euch. Und ihr müsst mal die anderen Leute, die vielleicht vor euch stehen, mal anstoßen, wenn ihr über den Weihnachtsmarkt lauft und sagen, ich möchte auch mal was sehen. Ja, das müsst ihr den Erwachsenen einfach sagen. Ja, das wäre doch schön. Ja, der Weihnachtsmann möchte auch gerne noch was sagen. Ich muss euch noch was sagen, liebe Kinder, liebe Erwachsene, Großeltern, Eltern, Tanten, Onkels. Es ist ganz wichtig, das hast du eben nicht gesagt. Ich bin jetzt jeden Tag hier. Ja, das klang eben so, heute müssen ganz schnell die Wunschzettel abgegeben werden bei dem Weihnachtsmann, sonst kommt er zu spät. So kam das eben rüber. Aber ich bin jeden Tag von 14 bis 18 Uhr in meinem Häuschen zu finden. Und da könnt ihr Wunschzettel abgeben, mir ein bisschen erzählen, vielleicht auch mal ein Lied singen. Wer möchte, ja, keine Angst. Nicht, dass da Kinder kommen und sagen, ich will überhaupt nicht. Ja, nein. Und wenn ich nicht da sein sollte, draußen ist ein wunderschöner Briefkasten. Ja, da kann man auch die Wunschzettel einwerfen. Dann, wie bitte? Ja. Das ist meine Klingel. Ja, da kann man versuchen, vielleicht bin ich gerade in dem Häuschen eingeschlafen, dann auf die Klingel drücken, vielleicht komme ich dann. Ja, also das mal als Hinweis. Und wenn ich nicht da bin, bin ich auf der Bühne. Weil ich muss ja am 1. Dezember dann... Was muss ich da machen? Was muss ich am 1. Dezember machen? Ja, da müssen wir die Türchen öffnen, ja, oder Fenster, je nachdem. Ich bin ja gespannt, was das dieses Jahr ist. Für einen Adventskalender. So, und das geht dann bis zum 23. Am 24. ist dann für mich dann, ja, dann komme ich zu euch nach Hause, das wisst ihr. Am 25. wird gespielt. Und am 26. bin ich nochmal da, dann könnt ihr zu mir kommen. Und da gibt es ja Kinder, die sagen, jetzt schimpfe ich mal mit dem Weihnachtsmann. Glaubt ihr das? Doch, das dürft ihr dann. Am 26. wie gesagt, könnt ihr zu mir kommen und sagen, Weihnachtsmann, so was Blödes müsst ihr nicht nochmal bringen. Oder ihr dürft mich auch in den Arm nehmen und sagen, Weihnachtsmann, ganz toll, was du für Geschenke gebracht hast. Das macht so einen Spaß, damit zu spielen und so. Also, damit ihr Bescheid wisst, also nicht heute gleich die Wunschzettel, dann ist ja der Sack gleich voll. Jetzt habe ich ein paar Süßigkeiten für euch drin. Ich komme jetzt hier nochmal noch ein bisschen so neben die Bühne und wer möchte, kann jetzt heute Flugshow oder Bonbon bekommen. Ja, vielleicht auch du, wenn du möchtest. Ja, das glaube ich. Ja, vor allem an den Kindern, dann wollen wir das wegnehmen auch. Ne? Also, schönen Dank dir. Ja, aber war nicht schlimm, was ich dann gesagt habe. Ne? Du hast auch noch was? Uiuiui. Na, da sind wir mal gespannt. Also der Weihnachtsmann, das hätte ich auch noch gesagt, liest euch auch immer gerne was vor, zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr. Das macht er in seinem neuen Haus. Das weiß er gar nicht, weil der Weihnachtsmann hat so viel Stress in diesem Jahr. Aber positiver Stress, er hat nämlich ein ganz neues Haus. Da könnt ihr auch mal applaudieren, das ist in einer Bauzeit von 3,5 Monaten fertig geworden. In Berlin bauen die immer noch am Flughafen, wir in Magdeburg kriegen das hin. Ja, ein wunderschönes, aus rotem Zedernholz geschaffenes Weihnachtsmannhäuschen. Wunderbar, auf 18 Quadratmeter. Ich meine, wenn man das heutzutage, kann man das Magdeburg gar nicht mehr bezahlen von den Quadratmeterpreisen, aber das ist einfach ganz toll. Unser Weihnachtsmann hat ein neues Zuhause, ein neues Haus. Und wie gesagt, die Klingelanlage, wenn er nicht da ist, dann gibt es auf jeden Fall einen Spruch. Und ansonsten immer die Briefe reinstecken, dort mit euren Wünschen. Nochmal einen Riesenapplaus für den Weihnachtsmann. Und die Magdeburger Jungfrau. Ja, und dann stellen wir uns da gleich alle an und holen uns einen Lolli oder eine andere Süßigkeit. Und ansonsten verteilen auch unsere Radio-SRW-Weihnachtsengel. Habt ihr neue Handtaschen? Ja, die muss ja auch leben. Verteilen sie auch gleich noch ein paar Süßigkeiten, aber wir machen noch mal ein schönes Foto. Wir machen hier auf die Seite. Oder nehmen wir die Magdeburger Jungfrau mit. Ja, war gut. Ist der OP noch da? Nee?
Ich sag mal, wo der jetzt hingegangen ist, sag ich euch gleich. In wenigen Tagen gibt es dann das komplette Video bei uns auf der Homepage. Bis dann und ciao. So, ich wurde schon mal weggeschickt. Ja, der Fotograf hat einen Wunsch mit dem Weihnachtsengel zusammen. Ja, ja. In der Zeit, in der jetzt der Weihnachtsmann fotografiert wird bei der Magdeburger Jungfrau, sei euch mal gesagt, die Lichterwelten, die werden jetzt gleich auch eröffnet. Man trifft sich an der Litfaßsäule mit dem Sachsen-Anhalt-Orchester, aber bitte seid so lieb, achtet auf eure Kinder, achtet auf euch selbst, weil die Ampelanlagen, wenn man jetzt nicht auf das Licht verzichtet, sondern die gehen nach wie vor und auch der Verkehr läuft weiter, dass ihr da ein bisschen genauer hinguckt und dann könnt ihr weiterziehen von Station zu Station.